Der deutsche Geschäftsmann Hans-Peter Mack lebte in Thailand und galt seit dem 4. Juli als spurlos verschwunden. Nun wurde seine Leiche zerstückelt in einer Gefriertruhe gefunden, wie thailändische Medien übereinstimmend berichten. Die Kühlbox war in einem Ferienhaus in der Nähe der thailändischen Stadt Pattaya von Polizisten entdeckt worden. Die Ermittler hätten zuvor einen schwarzen Pickup-Truck beobachtet, der die Kühltruhe geladen hatte, berichtet The Pattaya News. Laut Berichten wurde der Geschäftsmann gefoltert und anschließend zerstückelt. Gegen einen deutschen Staatsbürger sei Haftbefehl erlassen worden. Mack war vor seiner Auswanderung nach Thailand als Vorstandschef der Media AG tätig. Mittlerweile arbeitete der Münchner in seiner neuen Wahlheimat als Makler. Nach Bildinformationen wurde Mack das letzte Mal am 4. Juli gegen Mittag bei einem Geschäftstreffen mit einer Frau gesehen. Diese sei mittlerweile festgenommen worden. Im Anschluss an das Treffen filmten Überwachungskameras des Lokals noch, wie der Deutsche in seinem grauen Mercedes nach ungefähr einer halben Stunde wieder wegfuhr. Bei dem Gespräch soll es um ein lukratives Geschäft über mehr als 18 Millionen für eine Villa auf Koh Samui und eine Boxhalle gegangen sein. Es gibt eine Spur zu einem ersten Verdächtigen. Die Polizei entdeckte auf Marks Bankkonto eine ungewöhnliche Geldtransaktion. Dabei wurden etwa 52.000 Euro von einem Konto ins Ausland überwiesen, ein Teil davon an einen Deutschen namens Olaf. Olaf gehört zu einer Gruppe von Deutschen, mit denen Mark häufiger zusammen war. Das Konto, auf dem das Geld einging, ist in Kambodscha registriert. Dort soll auch das Telefonsignal von Mark geortet worden sein. Der Verdächtige Olaf wurde von der thailändischen Polizei befragt, sagte jedoch, er wisse nichts von dem Geld. Die Polizei bestätigte bisher nicht, dass es einen Zusammenhang zwischen den Zahlungen und dem Tod von Mack gibt.